Summit Shine 600 LR. L steht für Längsbetten und das R steht für Raumbad. Ein neues Fahrzeug unter den Pössl-Modellen. Ich glaube, das wird richtig gut ankommen, weil es bietet auf 6 Meter viel Platz im Bad und viel Platz zum Schlafen. In diesem Video zeige ich dir, wie es da drin aussieht und was das Auto alles kann. Mein Name ist Matthias Klein vom Pössl Center in Metzingen. Das Modell 600L, Summit Shine 600L, den gibt es schon länger. Ein sehr beliebtes Auto, weil er auch viel Platz bietet mit dem Schwenkbad und Längsbett auf 6 Meter. Jetzt kommt der hier mit dazu und das Schöne bei dem ist das große Raumbad. Hier im Raumbad hat man wesentlich mehr Platz, wir gucken es uns gleich im Detail an, wesentlich mehr Platz wie in dem Schwenkbad. Und man hat die Möglichkeit, das Auto so ein bisschen abzutrennen, nach hinten raus. Und was die Summit Shine Familie ja so beliebt macht, sind die viele schöne Lösungen im Detail, Neuerungen im Detail. Das sind die schönen eingenähten Schriftzüge hier. Das ist hier die Lichtschiene, insgesamt das Beleuchtungskonzept, hinterleuchtete Schränke, hier die Lichtleiste mit integriert ins Möbel, dahinter leuchtete Fensterrahmen und. Wir gucken es uns jetzt genau an. Ich habe hier in der Dusche drin und damit fangen wir an, weil das Zentrum in diesem Auto ist, das schöne Raumbad. Ich habe hier die Möglichkeit, meinen Duschvorhang einzuhängen, so dass er nach drüben zum Waschbecken hin und Klo, dass der da dicht macht. Und hier seht ihr jetzt, wie viel Platz ich hier drin in meinem Raumbad habe. Ich mache es mal zu um mich rum. Und da habe ich zum Duschen so viel Platz. Ich kann mich in der geschlossenen Dusche drin rumdrehen. Und wenn mir mal das Shampoo runterfällt, komme ich hier runter, ohne dass ich mich da verbiegen muss. Also das ist von der Badlösung her, auch wenn ich hier hinten drin bin auf der Toilette, von der Badlösung her das größte Konzept, was wir in einem Summit haben. Wenn ich hier auf dem Klo sitze, habe ich nach vorne Platz. Ich habe zur Seite Platz. Durch das Klappwaschbecken kann ich hier mich auch gut umlassen. Das ist ein durchdachtes, gutes Konzept. Während der Fahrt ist hier dieses Rollo so fest aufgewickelt. Und wenn ich es brauche, dann ziehe ich es einfach raus, mache es wieder rein. Das ist schön leichtgängig, läuft immer gut in der Schiene, oben genauso. Und hier hinter mir habe ich das Klappwaschbecken. Einmal mache ich es raus. Stehe so davor oder, was hier auch möglich ist, ich setze mich hier schön auf die Toilette zum meine Zähne putzen und bin direkt über dem Waschbecken. Auch das ist hier möglich. Und wenn ich fertig bin, klappe ich es einfach hoch. Das Wasser läuft schön hinten in das Becken rein. Da geht nichts daneben. Die Duschbrause. Einmal so hier im Raumbad duschen habe ich hier. Kann ich aus dem Waschbecken rausziehen. Und was schön ist jetzt in allen Summit-Modellen, das neue Außenfenster kann ich natürlich auch draußen verwenden. Hier kann ich es, da kommt sogar Wasser raus, hier kann ich es regeln und dann entsprechend draußen und drin verwenden. Auch neu in einem Summitbad ist der viele Platz, den ich hier drin habe, um Sachen zu verstauen. Das ist einmal hier unten ein kleineres Fach, wo ich das eine oder andere drin verstauen kann. Und dann vor allem über mir, hinter diesem Spiegel, da verbirgt sich ein großes Staufach. Da kriege ich locker 2 Kulturbeutel oder noch mehr unter, um sie hier drin zu verwahren. Hier an der Dinette habe ich jetzt in diesem Modell die Doppelsitzbank eingebaut. In Serie gibt es diesen Summit Shine immer mit dem Einzelsitz. Der ist dann so leicht versetzt zum Fahrersitz, dass man schön verkeilt mit den Beinen gegenüber hocken kann. Und hat den Vorteil der Einzelsitz, dass ich hier entsprechend mehr Platz unter habe und dem anderen, wenn man aneinander vorbeigeht, ein bisschen besser aus dem Weg gehen kann. Da kann ein Hund dann, hat dann mehr Platz, wenn man den mitnimmt oder mal was durchlädt, hat man mehr Platz und ein größeres Raumgefühl. Der Vorteil von der Doppelsitzbank, so wie jetzt, ist, dass man sich da so schön hinsetzen, legen kann, gemütlich hier hinter der Gegenlehne. Das hat natürlich auch was. Oder wenn man dann zu dritt oder zu viert unterwegs ist, dann braucht man auf jeden Fall die Doppelsitzbank. Oder, auch das ist eine Option, an dem Einzelsitz dran, optional einen vierten Sitzplatz. Den kann ich auch bestellen. Dann wird hier ein vierter Sitzplatz dran gebaut und ich habe die Möglichkeit, mit dem dritten Sitz zu fahren, mit dem Einzelsitz oder dann eben mit dem Zweiersitz.
Und auch das ist noch nicht alles. An die Doppelsitzbank dran gibt es auch noch die Option von einem fünften Sitzplatz. Auch das gibt es oft, die Nachfrage, gibt es bei euch einen fünften Sitzplatz? Ja, das gibt es bei uns, bei unseren Pössl-Modellen hier in den Summits. Auch da kann ich, wenn ich da noch einen Einzelsitz in den Gang reinbaue, das ziehe ich dann da unten raus, mache Polster rein, haben wir auch einen Film drüber gemacht, wie das funktioniert, gucken dir an. Und dann hast du die Möglichkeit, hier insgesamt mit 5 Personen zu fahren. Ich habe hier einen Klapptisch. Der hat den Vorteil, dass da kein Fuß hier unten drunter ist. Da kann ich gut rein und raus und muss mich da nicht besonders eng machen. Und wenn ich den nicht brauche, dann mache ich den hoch und schiebe den hier runter und der ist aufgeräumt. Während der Fahrt mache ich den hier einmal mit dem Gurt fest, dann wackelt da nichts. Und wenn ich abends nur gemütlich da hocke und eine kleine Abstellfläche brauche, dann hole ich hier den kleinen Tisch raus und kann da meine Sache draufstellen. Und hier sieht man das schon so schön, was es da für eine schöne Stimmung gibt in dem Auto durch den hinterleuchteten Fensterrahmen. Hier meine Schrankfläche, da ist ein Leuchtstreifen im Holz mit implementiert und oben drüber hier ganz oben ein hinterleuchteter Schrank. Und diese Leuchtstreife und die Hinterleuchtung von dem Schrank geht komplett auch hinten über dem Bett durchs Auto. Das ist natürlich eine tolle Stimmung abends, wenn man dann im dunklen Auto sitzt und dieses Licht mit dabei hat. Zusätzlich habe ich hier eine Beleuchtungsschiene bzw. Stromschiene, nicht nur Beleuchtung, weil das kleine Teil hier, das ist ein Doppel-USB-Stecker, wenn ich den hier reinmache und mein Handy einstecke und vielleicht 2 Handys oder noch was anderes, dann habe ich da Saft drauf. Und ich habe so kleine Leuchten dabei, auch hinten drin. Die kann ich da rein und raus machen, verschiebe und rumdrehe dahin, wo es eben hinleuchten soll. Hier unten am Fußbereich, im Fußbereich, habe ich ein sehr großes Staufach. Da kann ich sehr gut noch Material unterbringen, Hundefutter, Schuhe oder Wanderstöcke oder. Und hier oben, auch da habe ich ein großes Fach über der Dinette und das sieht man schon, schön verkleidet, schön ausgekleidet mit Rausfallschutz und abgeteilt, sodass ich hier Material reinmachen kann, hier Material reinmachen kann. Wenn wir bei uns in der Werkstatt im Pössl-Sender einen Router zum Beispiel verbauen fürs Internet, eine Antenne oben drauf und einen Router rein, dann wird der immer hier im Schrank drin verbaut. Optional kann ich auch immer die SAT-Vorbereitung mitbestellen, um einen Fernseher dran anzuschließen. Dann ist die hier mit verbaut und da sieht man es auch schon, da habe ich dann eine 230 Volt Steckdose zum Fernseher einstecken, mit dabei auch USB-Stecker und eben der Antennenanschluss. Hier unter meinem Einzelsitz bzw. unter der Zweiersitzbank in dem Fall, da ist meine Heizung verbaut. Ich habe die Option, eine Dieselheizung zu bestellen. In Serie bekomme ich den Summit immer mit einer Gasheizung. Die Gasheizung sorgt für die Heizung natürlich, um hier drin warm zu machen, wenn man mal in einer kalten Jahreszeit unterwegs ist. Und sie sorgt dafür, dass mein Wasser, mein 10-Liter-Boiler, immer mit meinen 10 Liter Heißwasser vorbereitet ist. Hier hinter mir habe ich das Multiruf. Das ist optional auch bestellbar. Das empfehle ich immer den Kunden und sage, das ist so toll, weil wenn ich es brauche, dann mache ich es runter, einmal die Knöpfe rein, runter. Und dann habe ich hier eine zusätzliche Ablage, kann noch das Netz hier einklipsen und dann fällt mir nichts raus beim Fahren. Wenn ich es nicht brauche und sage, ich will aber die Kopffreiheit hier, dass ich meinen Kopf nicht anschlage, wenn ich da durchs Auto gehe, von vorne nach hinten, von hinten nach vorne, dann mache ich das hier einfach einmal hier einklipsen. So, einfach hier hoch, rausklipsen und mein Multiruf ist oben. Und wenn ich es gar nicht brauche, dann mache ich es komplett raus. Das geht nämlich auch. Auf der rechten Seite hier habe ich komplett einmal, wie vorher schon gesagt, meine beleuchtete Schränke. Und auf der rechten Seite hier komplett bis nach hinten zieht sich das durch das Regal. Da kann ich vorne im Küchenbereich Gewürze und andere Sachen reinmachen. Und oben drin habe ich dann entsprechend viele Schrankflächen, um noch weitere Lebensmittel und Teller und was man halt so alles dabei hat, drin zu verstauen. In meiner Küche hier habe ich ein sogenanntes Doppelfeld. Da habe ich einmal die Gaskochstellen, Gaskochfelder, eine kleinere, eine größere für den kleinen und für den großen Topf. Und ich habe mein Spülbecken integriert, hier mein Wasserhahn und meine Bedienung für meine Gasfelder. Vorne dran habe ich eine schöne Arbeitsfläche. Wenn mir die Arbeitsfläche hier nicht ausreicht, dann
kann ich zusätzlich diese hier rausholen und es vergrößert sich gleich fast ums Doppelte. Hier hinten dran habe ich meine Bedienzentrale für die Küche. Da habe ich einmal 230 Volt Steckdose, dann habe ich da eine 12 Volt Buchse und ich habe noch meinen Lichtschalter fürs Bad. Hier vorne dran, da verbirgt sich unter der Arbeitsfläche mein großer Kühlschrank und der ist echt groß. Der lässt sich von beiden Seiten öffnen. Einmal hier angeschlagen, einmal hier angeschlagen und er hat eine Gefriermöglichkeit oben drin, ein Kühlfach, was ich auch gut rausnehmen kann. Im Schlafzimmer hier hinter gibt es auch einen Schlafzimmerschrank, wie daheim auch. Der verbirgt sich hier, deshalb ist das Matratzenteil hier separat. Das bespannen viele, ich auch in meinem, mit einem kleinen Babyspannbetttuch. Dann kann ich da immer schön hochklappen, ohne dass gleich das ganze Bett auseinandergenommen wird, wenn es schön bezogen ist. Und dann klappe ich das hoch mit dem Rost, der ist hier mit dem Scharnier fest. Und siehe da, da verbirgt sich sogar eine Kleiderstange und jede Menge Platz für die festlichen Klamotten, die man manchmal auch braucht. Und wenn ich dann auf einer Hochzeit übers Wochenende bin und meine schöne Klamotte hier im Kleiderschrank drin hängen habe, dann kann ich meine Lackschuhe hier reinmachen in die Treppe, entweder hier oben oder sogar hier unten. Oder wenn ich noch nicht weiß, welche Schuhe ich anziehe, dann kann ich gleich mehrere mitnehmen, weil da ist jede Menge Platz. Und wenn ich dann auch noch Hochzeitsgeschenk dabei habe, das hat hier drin Platz, weil da ist auch noch ein Schrank, der bis ganz hinten geht. Auch da geht jede Menge rein. Dann habe ich rundum meine schönen beleuchteten Schränke, wie vorne auch. Und auch da so viel Staumöglichkeit, dass man da nicht nur Klamotten, sondern auch noch andere Sachen unterbringt. Also ich sage mal, wenn man zu zweit unterwegs ist, muss man sich um den Platz hier, um Stauraum keine Gedanken machen, weil da gibt es so viel. Auch da drunter, wo ich jetzt drauf hocke, in der Heckgarage drin, gucken wir uns nachher an. Auch da ist so viel Möglichkeit, neben der Treppe, neben dem großen Kleiderschrank, so viel Möglichkeit, seine Sachen unterzubringen. Das ist schon echt toll. Und was eben so schön ist an diesem LR, an diesem Summit Shine 600 LR, dass ich auf 6 Meter dieses große Schlafzimmer habe. Ich kann hier zu dritt querschlafen, ich kann hier zu zweit querschlafen, ich kann längs schlafen. Jeder hat seinen Platz, man muss nachts nicht übereinander drüber klettern, wenn der eine raus muss, nach vorne zum Kühlschrank oder ins Bad rein. Ganz egal, man hat hier jede Menge Platz in diesem großen Schlafzimmer. Ich habe hier auf beiden Seiten die lange Lichtleiste und auch hier sind kleine Lichter drin, da kann ich auch meinen USB-Stecker reinmachen und ich kann die auch hier rausmachen und wieder reinmachen und so hinmachen, gerade wo ich es brauche. Wenn ich die weiter vorne brauche, mache ich es weiter vorne hin oder weiter hinten oder auf einer Seite mehr, ganz egal. Dieses Beleuchtungskonzept mit dieser Lichtleiste, mit den hinterleuchtenden Schränken und so weiter, sagenhaft. Tageslicht kommt hier rein in meinem Schlafzimmer durch das Dachfenster und durch zwei Fenster rechts und links. Die sind ein bisschen erhöht hier und recht schmal. Das hat den Grund, dass man eben, wenn man mal quer schläft, mit dem Fuß- und Kopfkissen nicht ins Fenster reinkommt. Und es hat den Grund, dass wenn man so seitlich liegt, auch da mit einem Ellenbogen nichts am Plissé kaputt macht. So hat man dann schön Platz und trotzdem Licht hier mit drin. Alle Fenster im hinteren Bereich, wie hier in der Schiebetür, sind einmal verdunkelbar, ich kann das Moskitonetz runter machen und ich kann meine Schiebetür, wenn sie tagsüber offen ist, auch gut zumachen, dass hier, wenn ich am See oder am Fluss stehe, wo viele Mücken sind, dass gar nichts reinkommen kann. Und natürlich ist auch serienmäßig mit drin bei unseren Summits überall, dass die Frontscheibe und die Seitenscheiben hier verdunkelbar sind und das ist auch ganz leicht, mache ich rauf und runter, so dass man dann von außen, wenn es draußen dunkel ist und drin hell, gar nicht reingucken kann. Und hier sieht man schon, wenn ich da so stehe und meinen Kopf da oben rausstrecke, wie groß dieses Dachfenster ist. Da kommt schön viel Licht rein. Das mache ich rauf und runter einfach durchs Kurbeln. Jetzt habe ich es ganz offen, weil wir haben noch schöne warme Temperaturen. Hier hinten an meiner Heckgarage, da kann ich reinkrabbeln. Da habe ich jede Menge Platz für mein Roller, mein E-Roller, habe Platz für meine Technik, für meine Gießkanne, für meinen Schlauch, für meine Auffahrkeile, was ich halt so alles dabei habe. Auch Stand-Up-Paddel und Schlauchboot kriege ich hier rein, weil das recht weit aufgrund der Längsmeter natürlich hier nach vorne geht. Ich habe auf der Seite hier meine Gasflaschen drin, 5 und 11 Kilo in diesem Modell. Und ich habe auf dieser Seite hier einen 100 Liter Frischwassertank. Der Abwassertank, auch 100 Liter, der hängt unten am Auto drunter.
Ich habe hier serienmäßig immer diese Verzurrösen drin. Da kann ich, wenn ich dann mal Material mitnehme, dass es nicht hin und her fährt, schön einen Gurt drüber spannen von rechts nach links oder diagonal, weil es sind 4 Ösen drin in Serie. Oder wenn ich noch was fester spannen muss, dann habe ich auch die Option, die sogenannten Verzurrschienen mitzubestellen. Da ist eine rechts, eine links. Und da kann ich dann so richtig was festmachen, dass hier nichts wackelt im Kofferraum. Hier oben, da habe ich die Option, mein Bett abzubauen. Auch das ist mit wenigen Handgriffen gemacht. Ich mache die Matratzenteile auf die Seite, mache das Brett hier in der Mitte raus. Und da sieht man schon, diese 2 Roste, die kann ich hier rechts und links nach oben klappen. Ich mache die hier dann oben da rein, habe aufgeräumt. Und dann kann ich natürlich richtig große Sachen auch reinladen. Kann hier von vorne über die Treppe steigen, ganz in der vorderen Bereich. So, wenn ich mal was Großes mitnehmen will, ist auch das hier gut in dem Kastenwagen möglich. Diesen Summit Shine 600 LR, den gibt es auf verschiedenen Basisfahrzeugen, hat übrigens auch einen Hund mit Platz drin. Den gibt es auf verschiedenen Basisfahrzeugen, auf Citroën, auf Peugeot zum Beispiel und mit unterschiedlichen Motorisierungen natürlich. Gibt es mit dem Maxi-Fahrwerk, dann sind die Bremse und das Fahrwerk ist verstärkt. Und da kann man sich noch recht viel, was das Fahrzeug betrifft, hier entsprechend raussuchen. Es hat aber auch schon eine sehr, sehr gute Serienausstattung. Wenn dich das Fahrzeug interessiert, komm zu uns ins Pössl-Center nach Metzingen. Wir beraten dich da gerne und dann finden wir das richtige Fahrzeug für dich. Und dann geht's bei dir auch schon bald los in deinen Urlaub.